Gleich. Was sind Triggerpunkte? Also Triggerpunkte sind Punkte in unserem Inneren, die ausgelöst werden durch Ereignisse im Außen, sei es durch Erlebnisse, sei es durch Begegnungen mit Menschen, die dir etwas aufzeigen und wo du im Inneren spürst, dass du bewegt bist oder erregt bist oder aufgeregt bist. Oder mitunter spürt sich es auch im Herzen so an, dass du sehr traurig bist, dass es momentan eine Auslösung von Traurigkeit gibt. All das sind Punkte in uns, die noch Aufmerksamkeit brauchen, die auch ja die Aufmerksamkeit verlangen und sogar mitunter auch einfordern können. Denn es ist so, dass diese Triggerpunkte Emotionen in uns auslösen, die uns dann ja auch isolieren, wenn man das so sagen darf. Das heißt, wenn du mit enormen Emotionen befasst bist, musst du einen Schritt oder darfst du einen Schritt zurückgehen und dir mal klar werden, woher kommt die Emotion. Und es ist ja mitunter so, wenn es akut ausgelöst ist, dass du nicht gleich direkt das Bild bekommst, sondern das geht dann auch auf Umwegen. Mitunter ist es sogar notwendig, dass du eine Kollegin anrufst, weil du selber, wenn du betroffen bist, es nicht auf die Essenz hinkommst. Ja, das ist einfach so, dass wir einfach gute Unterstützer sein dürfen. Aber wenn wir mit unseren eigenen Themen befasst sind oder angetriggert werden, wenn man das so aussprechen darf, dass du doch Unterstützung brauchst, um zu hinzukommen und auch den Ursprung dieser Wunde in dir, ich sage jetzt mal Wunde in dir, zu erkennen. Und es spielt sich da ja auch ab, dass es oft ganz weit zurückgeht oder eben aus der Ebene der Vorfahren kommt oder aus deiner Kindheit. Viele, viele Punkte kommen dir sicherlich aus der Kindheit bekannt vor, wo du einfach hilflos dem gegenübergestanden bist, wo du keine Chance hattest, dich in irgendeiner Form zu wehren oder dich zu rechtfertigen. All das kann sich unter einem Triggerpunkt eben dann auch zeigen. Auslöser dafür ist aber sehr, sehr häufig im Außen ein Ereignis oder ein Erlebnis.